Celebrity Twins Time. Wir schauen uns heute wieder Celebrity Twins an und niemanden geringeren als Mila Kunis und Sarah Hyland. Ich weiß nicht, wer von euch vor allem die zweite kennt. Mila Kunis ist sicherlich relativ bekannt. Und wichtig ist mir bei den Celebrity Twins, dass wir nicht in diesem Fall analysieren, ob der eine hübsch oder der weniger hübsch ist, sondern dass wir versuchen herauszufinden, warum das eine Gesicht dem anderen so ähnelt und warum es das eine Gesicht dem anderen auch nicht ähnelt und vielleicht auch herauszufinden, ob es gewisse Vorzüge gibt, die es nicht wirklich gibt. Also es gibt objektive Kriterien, die ein Gesicht vielleicht für den Otto Normalverbraucher oder halt die große Masse attraktiver machen oder weniger attraktiv machen. Was auch wichtig ist noch, in Disclaimer quasi dazu zu sagen, dass die Fotos, die wir zeigen, vielleicht nicht den Star in genau dem gleichen Alter oder im Jetzt zeigen. Mila Kunis ist 39 Jahre alt derzeit, Sarah Hyland 32 Jahre alt, das heißt, die beiden trennen 7 Jahre und die Fotos müssen nicht aus dem Jetzt sein und sie müssen auch nicht sein, dass die auf dem Foto gleich alt sind, sondern wir haben natürlich Fotos gesucht, wo sie sich relativ ähnlich schauen, damit wir das auch gut vergleichen können. Mila Kunis kennst du wahrscheinlich, ist bekannt aus den Filmen wie Black Swan oder Freunde mit gewissen Vorzügen, eine ganz hübsche Schauspielerin. Hier müssen wir natürlich auch schauen, Black Swan ist 2010 gedreht worden, das sind jetzt auch schon ein paar Jährchen, und zwar nämlich genau 13. Und wenn wir eben Sarah Hyland anschauen, dann kennst du die vielleicht mehr oder weniger. Ich habe sie nicht so genau gekannt. Pitch Perfect war der Film mir schon bekannt. Aber da sieht man quasi, dass die beiden vielleicht auch in Filmen vorkommen, wo sie zu dem Zeitpunkt, wo sie den Film gedreht haben, relativ gleich alt sind. Aber das, was wir eben machen wollen, und ich blende mich hier wieder in gewohnter Form aus, wir wollen einfach nur zeigen, was macht diese Gesichter ähnlich oder was macht sie nicht ähnlich. Das, was die beiden Gesichter ähnlicher macht, unter Anführungszeichen, ist die Gesichtsform. Wenn wir uns die Gesichtsform anschauen, die Gesichtsform besprechen wir dann eigentlich immer zum Schluss, dann sehen wir, dass die eine relativ quasi so quaderförmige Gesichtsform haben beide. Mit einer nicht, schau, die gerade Linie fällt mir heute ein bisschen schwer, weil wenn ich mit dem Ballen drauf liege, dann springt das iPad dann immer weg. Aber wir haben von der Gesichtsform ein bisschen eine, ich würde eher sagen Square-Form, also so eine rechteckige Form, die eben diese beiden Gesichter sehr ähnlich erscheinen lässt. Nase, wenn man nur die Nase ausblendet, dann würde man auch sehen, quasi, dass die Nase extrem ähnlich ist und dass die Mundform auch relativ ähnlich ist. Was aber dem geschulten Zuseher auffällt, ist, dass ein Attribut ganz unähnlich ist. Und dieses unähnliche Attribut wird vielleicht auch dazu führen, dass der eine oder andere sagt, bitte, was hat denn der da für Fotos hat gezeigt, die schauen sich ja gar nicht ähnlich. Und weißt du, warum das so ist? 3, 2, 1. Der Grund dafür ist, dass dieser Abstand bei beiden extrem unterschiedlich ist. Das heißt, Sarah hat deutlich näher beieinander stehende Augen und Mila Kunis deutlich weniger weit auseinander stehende Augen. Und jetzt kann man sich auch darüber diskutieren, was ist denn attraktiver davon? Wir wissen, dass Augen, die extrem weit voneinander wegstehen, nicht attraktiv erscheinen und Augen, die extrem weit zusammenstehen, nicht attraktiv finden. Und es ist, glaube ich, hoffentlich auch jedem klar, dass ihr das nicht wirklich verändern kann, weil die Augenhöhle, die knöcherne Augenhöhle ist vorgefertigt, die können wir und sollen wir auch auf keinen Fall ändern. Und ich bin mir gar nicht sicher, was ich sagen könnte, wer jetzt hier irgendwie attraktiver ausschaut. Ich finde, dass beide Augenabstände extrem schön sind und dass es beide extrem schöne Frauen sind. Das, was wir vielleicht sehen und was auch den Unterschied macht, ist, dass Mila Kunis in diesem Bild sicher älter ist, wohingegen Sarah hier sicherlich jünger ist. Und ich glaube, das sind auch vielleicht Attribute, die für positiv oder negativ für mehr oder weniger gefallen sind, verantwortlich sind. Und das sieht man, warum Sarah jünger ist, weil sie einfach von dem Volumen in den Backen, dieses volle Gesicht, das sich eben bis nach unten zur Jawline rüberzieht, natürliches, man sagt immer so schön, Babyspeck ist, wohingegen bei Mila Kunis, sicherlich auch geschminkt, hier schon ein bisschen ein leerer Bereich ist und man annehmen könnte, dass sie vielleicht in dem Bereich sogar ein bisschen mitgefuchst oder dass irgendjemand seine Spritze mit Nadel oder Kanüle da reinwandern hat lassen, um sie einfach, ja, sag ich mal, ein bisschen schärfere Kanten zu geben. Genauso auch bei der Jawline. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, das kann ich aus dem Winkel nicht sagen, ob bei Mila Kunis hier nicht gefuchst wurde und würde sagen, dass bei Sarah Hyland, wenn wenig gefuchst wurde, aber sie hat auf jeden Fall dieses jugendlichere, vollere Gesicht, obwohl die Gesichtsform eigentlich relativ ähnlich ist. Und was man auch sieht, ist, finde ich, dass beide eigentlich sehr schöne Lippen haben, wo man wieder sagen könnte, dass Mila Kunis vielleicht zentral hier bei den Lippen
ein bisschen gespielt hat, wohingegen Sarah wahrscheinlich eher weniger bei den Lippen hat machen lassen und wenn, ist es nur extrem wenig gewesen. Also die Ähnlichkeit der beiden entsteht durch die Kopfform, die Ähnlichkeit entsteht durch eine sehr ähnliche Nase und einen nicht unähnlichen Mund, aber die Kopfform und die Haarfarbe, die macht die beiden extrem ähnlich. Wenn jetzt Sarah noch die typisch dicken Augenbrauen ein bisschen weniger stark betonen würde, dann wäre das wahrscheinlich auch noch ein Vorteil für die Ähnlichkeit. Die Augen, der Augenabstand ist aber ein Riesenunterschied und ich sehe auch noch etwas anderes, dass ich bei dem Oberlid hier ein volles, fleischiges Oberlid habe, dessen Abstand Augenbraue zur Lidkante länger ist, wie bei Mila Kunis, wo der Abstand ein bisschen kürzer ist. Auch etwas, was für Jugendlichkeit spricht, umso älter wir werden, desto mehr, ihr werdet es dann in den Jahren bei mir auf YouTube sehen können, desto mehr wandert die Augenbraue nach unten und desto müder schaue ich im Endeffekt aus oder auch älter aus. Da sieht man eben den Unterschied, dass das bei den beiden, oder den Unterschied bei den beiden, der auch vielleicht ein bisschen fürs Alter spricht und auch fürs Aussehen. Mila Kunis wird immer ein bisschen älter sein in ihren Originalfotos, aber das ist, finde ich, noch ein großer Unterschied. Seitenansicht mit wieder ähnliche Frisur, auch wieder große Gratulation an unser Team, was ihr da zusammengetragen habt. Das ist nämlich echt extrem sauschwer, sage ich euch, Fotos zusammenzutragen, wo die so ähnlich ausschauen. Wir brauchen für solche Präsentationen so an die 3-4 Stunden, dass wir diese Fotos in der richtigen Art und Weise zusammensuchen. Das ist nicht etwas, was ich kurzfristig vor dem Video gemacht habe, sondern es steckt wirklich viel Arbeit dahinter, um eben diese Dinge ein bisschen zu besprechen und anschauen zu können. Jetzt schauen wir uns mal das Oblique-Foto an von den beiden. Once again, für mich einfach hier klar, dass vielleicht bei Mila Kunis an der Jawline vielleicht ein bisschen was gemacht wurde, vielleicht hier ein bisschen etwas gemacht wurde. Die Hautqualität bei Mila Kunis ein bisschen unregelmäßiger als bei Sarah Hyland, aber trotzdem sehe ich, dass eben die Gesichtsform eine sehr ähnliche ist und das macht sehr viel für die Ähnlichkeit aus. Nase extrem ähnlich. Lippen für mich, wird jetzt jemand anderes vielleicht sagen, gar nicht so ähnlich, aber finde ich auch extrem ähnlich. Aber was wir wieder sehen, ist, dass der Augenabstand deutlich unterschiedlich ist. Mila Kunis zeigt auch ein bisschen kleinere Augen, vielleicht sogar operierte Augen. Sarah Hyland, das typische volle jugendliche Oberlid. Und das macht eben den Unterschied dann im Endeffekt aus. Das heißt, ich finde, dass eigentlich bei den Augen der Unterschied am meisten auffällig wird zwischen den beiden Augenabstand, Augenform und die Fülle oder weniger Fülle des Oberlids. Was kann man zu den beiden noch sagen? Eigentlich relativ wenig, außer dass sie beide super hübsch sind. Was wir noch zeigen wollen, ist quasi eben diese Face Shape. Und das ist, glaube ich, etwas, was wirklich extrem wichtig ist, auch für mich bei der Unterspritzung, dass ich ein Gesicht analysiere. Und wenn ich ein relativ rundes Gesicht habe, also wenn ich ein Gesicht mit dieser Form, das eigentlich schon sehr viel rundes Volumen hat, dann muss ich extrem aufpassen. Wohingegen, oder wenn ich ein Gesicht habe, das einen extrem starken Jochbeinbogen hat, muss ich auch eher aufpassen bei diesem Gesicht, dass ich nicht zu viel Volumen reinmache. Wohingegen ich bei einem Gesicht, das jetzt ein bisschen eine Herzform hat, sehr leicht an der Jawline eigentlich spielen kann. Also die unterschiedlichen Gesichtsformen geben mir auch dann mehr oder weniger Möglichkeiten, etwas zu machen oder nicht zu machen. Und jetzt können wir wieder diskutieren, ob das mehr in die eine oder andere Richtung geht. Für mich sind sie beide doch eher mehr square oder quadratisch, die Gesichter. Und wie gesagt, eben bei beiden sehr ähnlich und gleich und deswegen auch diese Ähnlichkeit, die in deinen Augen vielleicht mehr oder weniger da ist, das würde ich gerne in den Kommentaren von dir erfahren. Findest du, dass es sich ähnlich schauen und findest du, dass die Analyse, die ich gemacht habe, auch passt? Oder was ist dir noch aufgefallen, was bei ihnen gar nicht so ähnlich oder doch noch ähnlich ist, was mir nicht aufgefallen ist?